Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jeden Fall wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Ganz toll. Hallo ihr Lieben. Heute gibt es was ins Glas, was uns schon mal geschmeckt hat, wie man an der Flasche sieht. Und zwar gehen wir auf die Nachbarinsel der Isle of Skye, auf die Isle of Rusey. Dann ist ja gar nicht so schlimm, dass ich einen Torweg-Pulli an habe. Ja, dann ist gar nicht so schlimm, dass du einen Torweg-Pulli an hast, genau. Wir trinken aber nicht den Rusey Standard, sondern wir trinken den Whisky, der dazu geführt hat, dass die Destille 2003 zum, oder dass der Whisky 2023, nicht 2003, Entschuldigung, 2023 zum besten Whisky Schottlands gekürt wurde. So, also ich kann dich, es ist geil, dich ausnahmsweise mal korrigieren zu dürfen. Warum? Aber es ist nicht dieser Whisky, sondern, warum sie zur Destillerie des Jahres geworden sind. Sondern welcher? Sondern der Whisky im Allgemeinen, und der kam zu Ehren dessen dafür raus. Achso. Noch dazu möchte ich dich ein weiteres, nee, 23, du hast recht. 23. Aber es ist die Scottish Whisky Distillery of the Year 22. Das hat mich nämlich gerade verwirrt. Ach so. Na? Tja. Naja. Was ja schon mal wieder heißt... Das wird ja hinterher hängen. Entschuldigung. Nee, dass nicht der Whisky ist, sondern dass dieser Whisky zu Ehren dessen rauskam. So. Ja, aber bei dem stand es auf der Packung drauf. Ja. Auf der Umverpackung. Ich habe es auch noch zu da. Schön. Tatsächlich, ja. Ja. Was zeichnet den Whisky aus? Normalerweise nebenbei erwähnt, das Klugscheißen, ne? Weißt du, von wem ich habe? Von deinem Chef. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Naja, gut. So, möchtest du jetzt was zu sagen, nee, wie sonst die Batches zusammengestellt sind? Nee, kannst du gerne machen, weil du magst ihn sehr. Ich hatte ihn zwar auch schon im Tasting, habe ihn aber noch nicht getrunken. Also von daher schenke ich ein. Derjenige ist ein Limited Release und normalerweise habt ihr bei den normalen Batches immer 6 Fässer, die ein Batch bilden. Und zwar immer 3 gleiche Fässer jeweils, einmal mit getorften, einmal mit ungetorften Gerstenmalz hergestellt. Und der Manu macht gleich den Bottle Kill. Bottle Kill in dem Video? Bottle Kill in dem Video haben wir noch nicht. Nein, das ist richtig. Und hier haben wir 2 Fässer, die miteinander vermählt sind. Und zwar einmal Four Roses Bourbon als Vorbelegung, als Fass. Und das zweite ist recht besonders. Das ist nämlich... ein Humboldt-Eichenfass. Humboldt-Eiche in Südamerika beheimatet. Ja, Alexander von Humboldt gilt als der eigentliche Entdecker Amerikas, zumindest was die indigenen Völker und so weiter angeht. Also Kolumbus kam als Eroberer und Humboldt kam als Versteher, auch einer der ersten Grünen quasi, wenn man so will. Wobei heute ist das eher ein Schimpfwort, aber ich sage jetzt mal, damals war das wirklich einer, der auf ökologische Sachen wirklich Wert gelegt hat. Und nach ihm wurde eben eine Eiche benannt, eine Eichenart Quercus humboldti. Er hat ohne Ende Pflanzen gesammelt, als er in Amerika unterwegs war. Und eben Humboldt-Eiche habe ich so noch in keinem Whisky wissentlich gehabt. Nein. Du irgendwie Nein. schon mal? Nein. Ja. Ich hätte aber eine Frage an dich, ja. Weil du kennst ihn schon. Braucht er Wasser? Nein. Gut. Nein. Also wir reden, ja, das haben wir noch ganz vergessen zu sagen, wir reden über 50,7 Volumenprozent. Bei diesem Whisky, wie gesagt, aus einer zauberhaften kleinen Destille. Interessant ist, die Etiketten von Rusey, die sind alle gedruckt worden schon und da stand immer die Zahl der Einwohner auf den Etiketten mit drauf. Also wenn ihr jetzt eine Flasche habt, stehen da noch 161 Einwohner drauf. Das hat bei Besuch der Destillen so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und da wurde uns erklärt, ja, die Etiketten waren schon gedruckt, davon haben wir so viele. Und die aktuelle Bevölkerungszahl auf Rusey sind 194, ohne Schafe. Also 194 Menschen. Aber heißt es, die bedrucken die Etiketten quasi doppelt? Ja, das ist nämlich nachträglich. Das kommt meine ich hin. Also Cask Type und das kommt nachträglich drauf. Wer das bei Rusey schon mal gesehen hat oder mal das bei einer Führung sehen will, das ist hochinteressant. In der Rusey Distillerie arbeiten 30 Menschlein. Hier wird jede Flasche tatsächlich von Hand verschlossen und beklebt. Richtig süße Distille. Mich wundert es, dass dir der Whisky gefällt, wenn ich das mal so nebenbei erwähnen dürfte. Wegen dem Ex-Bourbon-Fass oder was? Ich habe eine intensive Bourbon-Note, ja. Ja, aber ich mag ja Bourbon-gelagerte Whiskys. Ich mag nur nicht Rye. Rye ist mir irgendwie so ein bisschen im Antritt zu süß und dann hinterher oft so komisch. Ich habe aber so ein bisschen diese Klebstoffnote, die dich eigentlich auch stört.
Das ist übrigens, da scheiden sich die Geister. Einer der ersten Russis, die mir richtig gut gefallen haben, weil wir haben damals die ersten Abfüllungen gefeiert, die noch nicht von Russi kamen. Die hießen While We Wait, also solange wir warten, also quasi bis der Single Malt raus ist, weil die Distille ist 2017 gegründet worden. Weiß man da eigentlich, von wem der Rotbrand stammte? Ich weiß es nicht, aber man weiß es bestimmt, wenn man nachfragt. An diejenigen, die unser Video schauen, ich denke da gerade an einen bestimmten. An Udo oder was? Das hast du jetzt gesagt, okay. Aber vielleicht kann der uns diese Frage beantworten, wo denn der Rotbrand, das While We Wait, herkam. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Distille. Der While We Wait, den haben wir echt gefeiert. Mhm. Und dann kamen so die ersten Russis als Single Malt und da muss ich sagen, war ich jetzt nicht so begeistert davon. Ich schon. Manu schon. Wobei ich sagen muss, dieses First Release, was irgendwie für 125 Euro kurz vor Weihnachten kam, habe ich nie probiert, weil mir da dieses, das war mir für einen Non-Ager, bloß weil es ein First Release war, einfach zu teuer. Aber dann ab dem ersten aus der Core Range war ich da eigentlich schon Fanboyer. Also abgesehen davon, dass ich halt dieses außergewöhnliche Flaschendesign sehr geil finde, mit der Haptik. Ich fand auch den Whisky toll. Auch mit den sechs Fässern, pietet und anpietet. Ich fand es toll. Also auch die Distille ist toll. Die ist in einem historischen Gebäude. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Umgebaut worden, ganz, ganz liebevoll. Also ist ein Listed Building in Schottland. Alistair Day hat da ganz, ganz viel Liebe reingesteckt. Das Wasser kommt von einem Berg. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, der da Duncana heißt. Das ist der höchste Berg auf Rusty. Ich meine 432 Meter oder sowas. Und fließt dann durch jede Menge Gestein, was das Wasser filtert, und es kommt letzten Endes ein sehr, sehr weiches Wasser raus. Das Tolle ist, im Gastraum der Russi Distillerie, weil die haben eine kleine Pension dann quasi mit in der Distille, da sind die einzelnen Steinschichten nacheinander an der Wand angebracht, also wie so ein Fliesenspiegel. Also, und dann sieht man, durch was das Wasser läuft. Finde ich sehr, sehr geil. Nachdem ich ja weiß, wann dieses Video kommt, also heute, weil wir sind wieder sehr zeitig mit den Videos. Wer Bilder zu Russi Distillery haben will, sollte vielleicht einfach mal in unseren Livestream von letzten Sonntag gucken. Da haben wir nämlich verschiedene Bilder von deiner letzten Reise eingeblendet gehabt. Und Russi werden wir auch wieder einbinden in die West Highland Reise, weil ist eine Distille, die wirklich sehr, sehr sehenswert ist. Ja, so. Und der Quercus, also der mit Quercus und Boldi war eben der erste Russi, der mir richtig gut gefallen hat. Mittlerweile habe ich noch einen zweiten, der mir richtig gut gefällt. Das ist eben jener Duncana, der nach dem höchsten Berg benannt wurde. Der hat dann ein bisschen Sherryfass-Einflüsse mit dabei. Auch der sehr, sehr geil und immer noch zu haben, trotz Limited Release. Mhm. Bei dem weiß ich gar nicht, ob es den auch noch gibt. Müsste ich auch nachgucken, aber ich sag mal, 9.500 Flaschen ist er jetzt auch nicht wenig. Also mein Klebstoff wandelt sich jetzt so ein bisschen zu was Weißfleischigem. Also ich habe eine frische Note. Ich würde das sagen, weißfleischig würde ich mitgeben im Sinne von Aprikose. Ich wollte gerade sagen, diese weißen Pfirsiche, diese plattgedrückten da. Ich weiß nicht, wie die heißen. Plattpfirsich? Nein. Echt? Gibt es eine Kategorie Plattpfirsich? Nein, ich weiß aber auch gar nicht, wie sie heißen. Also ich wüsste, wie es bezeichnet. Ich nenne das immer, Mutti bringt es mit und ich esse es. Das ist wie mit ihrem Auto. Man stellt es leer und dreckig in die Garage und wenn man es das nächste Mal anschaut, ist es sauber und wohlgetan. Ist eine Zaubergarage. Ja. Hm. Ach ja, und für alle diejenigen, die dieses Video heute Abend schauen und sich gerne über unsere Sticheleien, Blödeleien und alles Mögliche beäumeln, denen sei gesagt, kommenden Sonntag. Schaltet ja nicht ein. Tut es euch nicht an, wenn ihr kommenden Sonntag. Kommenden Sonntag um 19 Uhr bei uns auf dem YouTube-Kanal oder auf dem Facebook-Kanal, je nachdem. Oder auch auf Twitch. Schaltet nicht ein. Haben wir beschlossen, zusammen mit anderen lieben Leuten einen lustigen Abend zu machen. A, trinken wir den 1770 Peated Cask Strength, Batch 1. Ja. Und B, haben wir einen Herrenwitze-Abend. Und ich hoffe, dass wir auch Frauen dabei haben, dass wir da zumindest so ein bisschen die Frauen auch verteidigen können. Nee, dass die Frauen sich verteidigen können bei dem Herrenwitze-Abend. Also wie gesagt, das wird total unter die Gürtellinie gehen. Tut es euch nicht an. Das ist mit Sicherheit FSK 21. Um 19 Uhr. Um 19 Uhr, ja. Weil... Hm? Ja, nee. Also es wird dabei sein, der sympathischste Glasbläser des Universums. Ich behaupte, seine Frau würde im Hintergrund schnattern. Olaf T. Mhm.
Dann wird dabei sein, höchstwahrscheinlich ein ganz, ganz lieber Kollege, der Accessoires für Whisky macht. Der Marcel Semperium Fiebig Nobilis. Semperium Nobilis. Du hast genau die Firma gesucht. Nee, habe ich nicht. Die hatte ich im Kopf. Okay. Ich wollte das nur ein bisschen ausschmücken. Und dann hoffen wir, dass wir Kontra kriegen von Slangevas und der kleinen Ruhrgebietshexe von Holly. Die weiß noch gar nicht Bescheid. Die weiß noch nichts von dem Glück. Na dann, aber ja, Holly werde ich heute noch Bescheid geben. Andrea weiß ja eigentlich Bescheid, weil die hat ja letztens Stream geguckt. Ja. Und ja. Also wir sind natürlich total unvorbereitet auf den Herrn Witzeabend. Das muss man auch sagen. Das man ist muss das aber Schlimme. Auch, man muss aber auch dazu sagen, dass wir uns mehrmals täglich anrufen, nur um uns irgendeinen blöden Flachwitz um die Ohren zu knallen. Ja, also es wird sehr, sehr flach. Es wird sehr, sehr niveaulos. Hebt die Füße, damit das Niveau nur etwas steigen kann. Aber zurück zum Whisky. Den ersten Flachwitz habe ich dir heute Morgen um 8.16 Uhr erzählt. Obwohl das wir vor 9 Uhr eigentlich nicht miteinander telefonieren. Ja, wir telefonieren täglich. Mehrmals? Ja. So, ich beiß es mal ab. Sanje. Ich finde, der ist voll, der ist fruchtig. Wir reden immerhin von einem nur 5 Jahre alten Whisky. Trotzdem ist der wirklich so, dass der schön bleibend ist. So eine angenehme Holznote. Bisschen Muskat, bisschen Kräuter, bisschen Pfeffer, bisschen Vanille. Das ist der Grund, weshalb er mir gefällt. Also wie gesagt, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab damit, was jetzt gerade passiert ist, nicht gerechnet. Aber ist geil, oder? Ich finde bisschen Zimt, bisschen Muskat und bisschen Pfeffer völlig falsch ausgedrückt. Weil ich finde ihn auf der Zunge erstmal relativ scharf. Bevor er sich dann nach hinten bewegt, den Rachen hinunterfließt und sich dann in eine Süße wandelt. So geht's mir. Das war der erste Schluck. Ich gehe mal auf den zweiten. Ich sage jetzt mal so, wenn du als Vorbereitung auf dieses Video ein Rindswurstbrötchen hattest, dann ist da nichts mehr mit Schärfe da. Ich hatte heute früh frisch gebackenes von meiner Frau. Ja, dann hast du ja früh mit Süßen angefangen. Nee, herzhaft frisch gebacken. Achso. Also der optimale Begleiter zum Rindswurstbrötler. Der Kerl kommt auch nur zum Essen nach Reau. Oh, der zweite ist wesentlich angenehmer. Der zweite ist auch wesentlich komplexer. Ich finde einfach mega geil. Der zweite gefällt mir. Beim zweiten kommt aber tatsächlich das Bourbon mehr durch, finde ich. Ich finde aber trotzdem, dass die Eiche irgendwie schiebt. Dass die so ein bisschen... Dass das so... Aber das ist, komplexe mich, Bitterstoffe sind. Ich sag dir mal ganz ehrlich, das ist für mich kein typischer Rasé. Überhaupt nicht. Also was ich normalerweise in jedem Rasé habe, ist was Maritimes. Fehlt mir hier komplett. Komplett. Gebe ich dir recht, aber so in etwa ist der Dunkana dann auch. Nein, der Dunkana hat mehr Maritim. Aber der hat wieder mehr Süße. Also der kommt auch mehr aus dem Holz raus, finde ich. Das stimmt. Und das ist wahrscheinlich das, was ich bei den Vorgängern nicht so hatte. Und was ich bei den zwei jetzt habe. Also wie gesagt, mir gefällt der ungeheuer gut. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Whisky, an dem kannst du dich... einen Abend festhalten? Ja. Ja. Das sehe ich nämlich ähnlich. Also wie gesagt, ihr seht, er kann nicht ganz so schlecht gewesen sein. Aber ich musste heute den Whisky mitbringen für das Video. Hätte er nicht gemusst, ich habe ihn nur gefragt, ob er was hat. Jo. Wir hätten ja auch noch was gehabt. Oh, von der lieben Slange, was? Du hast... Wir sind in einem Whiskyladen und du hast noch Whisky. Wow. Ja, wir hätten aber auch ein Franzi-Tasting oder Thistley Cross-Tasting machen können. Kein Thema. Wir machen ein Franzi-Tasting. Es gibt übrigens Franzi-Erdbeer jetzt. Gibt es nicht mehr? Ist durch? War der Multi-Release? Okay, Manu hat noch welche da. 4 Fläschchen, ja. Wenn du das Video heute Abend seht, ist da noch was da. Vielleicht. Ich muss sagen, auf dem zweiten und auf dem dritten gefällt er mir sehr, sehr gut. Der erste war tatsächlich so ein Punch für mich gerade, ja. Aber so auf dem zweiten, dritten finde ich ihn sehr, sehr, sehr lecker. Ja, aber wir reden von dem Insel-Whisky, ne? Also ich sage jetzt mal, ein bisschen Punch, bisschen natürlich also Insel-Highland und so weiter. War, wie gesagt, nur unerwartet für mich, weil ich von Rasé bisher auch keine Fassstärke hatte. Okay, weil ich finde halt, es passt vom Whisky her in die Gegend. Wir hatten jetzt Flasche 4524 von der. Wir waren 500. Genau in der Mitte, ja. Wir haben quasi die mittlere Flasche erwischt. Fast. Ja, ihr Lieben, ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Abend, hoffe, dass ihr Sonntag zahlreich einschaltet
und live dabei seid, wenn der Kanal Angels Share geblockt wird und gesperrt wird. Ich würde euch empfehlen, tut euch das nicht an. Und ganz, ganz wichtig, lasst ein Abo da, dass wenn die Abozahlen am Sonntag sinken, dass wir dann trotzdem uns auf demselben Niveau weiter bewegen können. Ja, auch das ist vielen wahr. Dank. In diesem Sinne einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Unser Bild, it is better. Unser Bild, it is better. Ich habe nichts zu trinken. Eigentlich müsste ich vorher nochmal aufs Klo. Busfahrer. Na egal. Klebt eigentlich dein Auto? Ja. So, sind wir jetzt fertig? Das läuft schon. Achso. Klappe die erste, zweite, dritte, vierte. Mhm. Hallo ihr Lieben. Können wir nochmal anfangen? Wir fangen mal. Gut. Fang halt auch an. Fang doch an. Okay, also dann...